Und jetzt geht's weiter mit Dragons Aufstieg vom Berg. Wir schicken erstmal unsere Drachen wieder los, wie ihr habt. Das ist eigentlich immer das Erste, was ich mache. Ich denke mal, ihr werdet das auch als Erstes immer machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das handhabt beim Zocken hier. So, dann schicken wir erstmal alle schnell mal neu los. So, den dann hier unseren Schockrachen. Hier unser Schädelbrecher, der chillt erstmal eine Runde. Dann können wir hier den Gruff losschicken. Also, das liegt eigentlich daran, dass jetzt so viele bei mir chillen, weil ich mein Sägewerk ausbaue und dadurch können da jetzt keine Drachen hin und Material holen. Also das Sägewerk ist es hier. Ein Tag und 12 Stunden braucht es noch. Insgesamt hat es zwei Tage gebraucht. Dann haben wir hier den riesenhaften Albtraum, den werde ich auch zum Titandrachen trainieren. In 2 Minuten ist mein Regenschneider zurück. Ich würde sagen, wir pimpen den erstmal auf hier. Jo, jetzt ist er auf Level 51. Jetzt trainieren wir einfach für 1,8 Millionen. Ah, das können wir uns leider nicht leisten. Wir haben nicht genug Holz. Das ist natürlich bitter, also müssen wir noch kurz ein bisschen warten. Material haben wir jetzt komplett eingesammelt. Hier haben wir noch einen Krallenkrabbler. Der braucht noch 13 Stunden 39 Minuten, bis er auf Level 37 ist. Da kommt er aus der Akademie wieder. In 2 Minuten kommt mein Regenschneider zurück. Dann haben wir den nämlich auch schon auf Level 4 gepimpt. Außerdem baue ich gerade hier ein paar Felsen weg. In 10 Stunden und 37 Minuten ist der Felsen weg. Und genauso sieht es mit dem Felsen aus. Dann haben wir hier den Funkenhüstler auf Level 37. Cooler Drache, der gefällt mir echt gut. Optisch ist mal ein bisschen was anderes. Dann haben wir hier oben den Donnertrommler. Den können wir dann auch mal zum Training schicken. Der ist auf Level 6 zurzeit. Hier haben wir nochmal unseren Taifumerang. Den können wir auch nochmal später zum Training schicken. Ich werde den mal hier rüber schieben, weil hier sind dann meine Drachen, die ich halt noch trainieren möchte. 1, 2 und 3. Dann könnten wir hier die Gebäude mal woanders hin verschieben. Hier oben in der Ecke ist es ganz gut, denke ich. Ja, sieht optisch erstmal ein bisschen cooler aus. Dann könnten wir hier noch später ein paar Bäume wegmachen, dass hier noch ein paar Drachen hinpassen. Nur erstmal wisst ihr ja, dass ich nur 23 Drachen hier auf Berg platzieren kann. Aber das wird sich dann ändern, wenn meine Halle fertig ist, denke ich. Dann checken wir erstmal weiter ab. Hier wisst ihr ja, den riesenhaften Albtraum haben wir gerade trainiert. Der ist auf Level 51 und kann in Valkas Zuflucht jetzt zum Titanendrachen trainiert werden. Dafür brauche ich aber, wie gesagt, 1,8 Millionen Holz. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, so viel haben wir noch nicht. Dann haben wir hier unseren Schockrachen, der ist auf Level 21, den könnten wir dann auch nochmal trainieren, schicken in der Akademie. Dann haben wir einen Nadder auf 49, noch einen Nadder auf Level 50, dann haben wir hier den Hakadu auf 49, den könnten wir eigentlich auch mal hier ein bisschen pimpen, den möchte ich eigentlich auch auf jeden Fall zum Titandrachen haben. Der kann gleich wieder los, Holz besorgen. Dann haben wir hier den Gruff auf Level 40. Wie ihr seht, ist der sauteuer. 908.000 mal 3, um mit Level 41 zu kommen. Also Fisch natürlich. Dann gucken wir hier weiter. Hier haben wir den Nadder auf Level 49. Dann haben wir unseren Sturmpfeil auf 46. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich den noch nicht weitergepimpt habe. Aber das liegt erstens daran, dass er zu teuer ist. Und zweitens daran, dass ich halt noch andere Drachen habe, die ich auch trainieren kann. Wo ich dann schneller zum Ziel komme, sag ich mal. Dann haben wir hier unseren Schockrachen auf Level 52, ein cooler Drache, der sammelt echt genial Fisch. Hier können wir mal gucken, 104.000 pro Stunde auf Level 52, 4 Stunden 20 sammelt er, also ist schon echt cool. Dann haben wir hier den Schädelbrecher auf 31, der ist eigentlich ein solider Drache, der sammelt schön lange, den kann man über Nacht schicken, weil der echt jetzt schon 7 Stunden 45 sammelt und 9000 pro Stunde ist zwar nicht die Macht, aber wenn man das mal knapp mal 8 rechnet, ist das doch schon ja nicht so verkehrt. Dann gucken wir hier mal weiter, dann haben wir hier unseren Hakadu auf Level 52, das ist ein Titandrache, echt cooles Vieh, der sammelt aus auf jeden Fall richtig geil Holz, genauso wie der Schockrachen Fisch sammelt, also 104.000 pro Stunde, 4 Stunden 20 ist er on Tour. Dann haben wir hier unseren Nadder auf Level 52, auch ein Titandrachen, das ist der erste Titandrachen bei mir, also der erste Nadder, der zweite Nadder auf 52 und der dritte Nadder auf 52.
alle Titandrachen. Dann haben wir hier noch einen Nader auf 49 und unseren Holzklau auf 46. Den müsste ich eigentlich auch weiter trainieren, dass der auch mal schnell zum Titandrache wird. Aber wie ihr seht, fehlt mir mein Material zurzeit. Also da muss ich erstmal sparen, weil ich meine Halle ausbaue. Die dauert jetzt noch 2 Tage und 22 Stunden. Insgesamt hat es 3 Tage gedauert. Also ich habe sie vor 2 Stunden sozusagen angefangen auszubauen. Oder vor 1,5 Stunden, glaube ich. Dann haben wir hier ein Ei vom tödlichen Nadder. Das brüten wir gerade aus. Das dauert noch 33 Minuten. Das habe ich hier in dem Event bekommen. Hier, also ich habe natürlich den Wolkenspringer gesucht, weil ich die anderen Bienen schon habe und hoffe, dass ich den auch noch kriege. Habe jetzt schon 4-mal meinen ohne Zahn losgeschickt und bin eigentlich immer leer ausgegangen, außer halt das letzte Mal jetzt habe ich den Nadder bekommen. Aber ich hoffe, ich kriege den Wolkenspringer noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch den Wolkenspringer jetzt schon hat. Und wenn ja, auf welchem Level. Ich finde, es ein echt cooler Drache, der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass der bei mir nicht mehr grau ist, sondern richtig farblich. Das bedeutet natürlich, dass ich den dann habe. Dann können wir weiter checken hier drüben. Ah, cool. Unser Regenschneider ist jetzt fertig trainiert. Jetzt können wir den erstmal pimpen hier. Jetzt könnten wir den für 1 Stunde und 45 Minuten nochmal zum Training schicken. Aber ich würde sagen, wir schicken dann lieber einen anderen, den hier vielleicht. 50 Minuten würde es dauern. Wie lange war der nochmal? 1 Stunde 45. Wäre eigentlich ohne Option. Ist eigentlich egal, welchen wir nehmen. Könnt ihr auch mal durchgucken, ob wir noch einen haben, den wir ein bisschen länger schicken können. 2 Stunden 45 und 3 Stunden 30. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich. Welchen nehme ich? Ich werde den Schockrachen trainieren erstmal. Globig, oder? Welchen würdet ihr nehmen? Ach nee, ich nehme den Regenschneider, scheiß drauf. Der hat es verdient, ist mein neuer Drache und von daher trainiere ich den jetzt erstmal. In unserer Akademie ist jetzt auf jeden Fall gut Action. 1 Stunde 44 braucht der Regenschneider natürlich und dann haben wir noch 13 Stunden und 33 Minuten für den Krallenkrabbler. Gut. Soweit sind wir erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Material sammeln, um hier wieder ein bisschen was machen zu können. Außerdem möchte ich euch nochmal kurz sagen, dass ich mich freue, dass ihr so auf die Community so gut eingegangen seid bis jetzt. Also, die ist zwar noch nicht online, aber ihr freut euch auf jeden Fall alle drauf und ich freue mich auf jeden Fall auch für euch. Ich hoffe, ich konnte euch oder ich kann euch damit was Gutes tun. Eigentlich ist er dafür gedacht, habe ich mir so überlegt, dass er da halt so euch über Spiele austauschen könnt, über verschiedene Apps oder welche Apps halt neu sind, welche nicht so cool sind, welche richtig geil sind, welche man unbedingt auf seinem Handy oder Tablet, Smartphone, keine Ahnung wo haben muss. Ja, eigentlich ist es dafür gedacht, dass er euch halt da austauscht. Ja, und vielleicht dann schneller neue Apps findet. Das ist eigentlich mein Gedanke daran, weil ihr seid alle, also jedenfalls alle Abonnenten, die ich hier habe bis jetzt, ihr zockt auf jeden Fall alle gerne. Und ich möchte natürlich, dass ihr genau die richtigen Spiele zockt und nicht hier irgendwas, was euch vielleicht gar keinen Fun macht. Und da deshalb denke ich, dass er mit der Community schnell neue Apps findet. Außerdem könnt ihr Kontakte pflegen, neue Freunde finden. Ihr könnt dann gemeinsam zocken, online halt. Das ist eigentlich so meine Idee daran. Und ich hoffe, ich kann euch damit eine große Freude machen. Ja, wir werden sehen. Und außerdem nochmal vielen Dank, dass ihr meine ganzen Videos guckt, kommentiert, teilt. Also ich freue mich echt darüber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.